wir reden hier von 8,5 Millionen Euro, damit du dann so einen Palast hier hast mit deiner eigenen Tankstelle. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin in Hildesheim und Krischi hat gerade, wie ihr gesehen habt, den Bus gebracht. Die lachen sich hier schon kaputt. Guten Morgen. Guten Morgen. Krischi kennt ihr? Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Aber wir haben, ja, wobei, dich kennen wir auch. Er hat den Golf auch schon mitlackiert. Du hast eine Schulung gemacht, ne? Richtig. Bei Danny für so eine PCP-Schulung. Richtig, PCP. Für dein Unternehmen, was ja echt brutal groß ist. Danke. Das ist unser Eingang hier. Hier fangen wir an. Wir haben ein Einbahnstraßenverfahren haben wir hier. Wir fahren hier einmal rein und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, hier ist Karosserie-Eingang und da ist Karosserie-Ausgang. Das heißt, am Ende kommt das Fahrzeug dort wieder an und wir fahren hier wieder raus. Mit 5 Hebebühnen hier im Eingang. Die 6. ist unsere Richtbank, wie ihr hier sehen könnt. Wie gesagt, hier wird wirklich nur zerlegt, instand gesetzt, Seitenteile erneuert und so weiter und so fort. Und von hier aus, wenn die Karosseriearbeiten fertig sind, geht es dann weiter in den Lack, in die Vorarbeit. Was hast du denn hier noch für ein schmuckes Stück stehen? Ja, das ist mein Golf 2 ist das hier. Ich habe meinen Golf 3, ich hatte den Golf 3 VR6 gehabt und den habe ich dann geschlachtet und wir haben jetzt oder sind gerade dabei, alles von dem Golf 3 in den Golf 2 einzubauen. Achse und Motor ist alles drin. Jetzt fängt das ganze Farbspiel an, der Kabelbäume, die Kabel zusammenzusuchen und so weiter und so fort. Und das Fahrzeug wird erst, ich denke mal, nächstes Jahr oder nächste Saison auf die Straße kommen. Ja, das ist nochmal alte Technik, ne? So ein bisschen. Ja, aber geile Technik. Wenn du liegen bleibst, kannst du selber reparieren. Ja. Ist noch ein bisschen Arbeit dran hier. Ne? Da habe ich auch Unterstützung von Mitarbeitern von hier. Die machen das hauptsächlich. Ja, hier sind wir dann in unserer Vorarbeit. Hier haben wir unsere Füllerkabine. Hier füllern wir nur. Man kann hier auch lackieren, aber wir haben das als Füllerkabine nutzen wir das, weil wir die Prozesse hier nicht stören wollen im Lackbetrieb. Sehen wir hier unsere Vorbereitungsplätze. Das sind Multifunktionsarbeitsplätze, wo man füllern kann, wo man Spottrepair machen kann. Also so Kleinstarbeiten kann man hier alles gleich tätigen, braucht man nicht extra in die Kabine fahren. Aber wie gesagt, wir machen das hier hauptsächlich nur unsere Vorarbeit und dann geht es weiter in den Lack drüben, wo wir uns jetzt noch mal ein bisschen bewegen müssen. Sind wir jetzt am Ende der Kette, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, Reparatur erledigt ist, kommt das Fahrzeug bei uns hier in die Fahrzeugaufbereitung, kriegt noch mal eine Außenwäsche gratis und eine Innenreinigung. Und Vollaufbereitung machen wir auch für sämtliche Autohäuser hier im Umkreis und auch viele Privatkunden. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Dankeschön, danke. Richtiges Imperium hier. Ja, das haben wir die letzten 5 Jahre oder sage ich mal so davor auch schon ein bisschen viel gewirtschaftet und am Ende des Tages unseren Traum verwirklicht, was wir eigentlich alles auf einer Waschstraße hier. Richtig. Ja, wir machen hier alles auf einer Hand, das ist das Ziel gewesen, dass wir den Hof am Ende des Tages überhaupt nicht verlassen. Ne? Alter, du hast eine eigene Tankstelle hier auf dem Hof. Ja, Zeit ist Geld, René, oder? Alter. Krischi, ey, ist das brutal, Leute. Der Typ hat eine eigene Tankstelle auf seinem Hof. Ja, ich nach so. Die funktioniert auch, ne? Also wir tanken täglich hier. Ne? Das haben wir auch für uns selber so mit in den Tagesplan mit reingepackt, bevor wir irgendwann eine Tankstelle fahren. Und dann wartet der Fahrer da, was weiß ich, eine halbe Stunde, weil da so viele Leute gerade sind zum Tanken. Dann tanken wir lieber hier und es ist zeitlich, was kann jetzt. Ne? Was willst du als Autoliebhaber mehr? Du hast deine eigene Tankstelle. Gut, so eine Waschstraße wäre jetzt nicht für mich, aber da hast du noch mal eine Aufbereitungshalle. Leute, das ist, ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber ich bin schon echt schwer beeindruckt. Oder, Krischi? Das ist schon auf jeden Fall. Also eine Tankstelle würde ich auch noch nehmen. Ja. Wenn du mal überlegst, klar, wenn du jetzt losfährst zur Tankstelle, der Mitarbeiter kauft sich noch irgendwo noch einen Schokokeks, steht noch mal 2 Minuten an der Säule, das macht schon Sinn, wenn man das sparen kann, warum nicht, ne? Aber ich hab noch was, komm her, ich zeig euch was. Mein Lieblingsraum. Der teuerste wohl, denke ich. Einer der
wir hatten, aber die sich schon längst regeneriert hat, ja, und für uns selber schon arbeitet. Das heißt, das kennt jeder. René, willst du hier mal drauf gucken? Das kennt jeder. Ja. Das sieht so aus. Haben wir jeder in unserem Fahrzeug drin, ne? Unser BHKW, Blockheizkraftwerk. 70 kW erzeugen wir uns so. Und wir haben oben auf dem Dach auch nochmal, wenn du hier mal drauf blendest, mal aufs Display, das ist unser Energiekopplung. Wir haben jetzt hier eine Leistung, die uns gerade vom Blockheizkraftwerk produziert wird, von 70 kW, von unserer PV-Anlage fast 40. Und wir haben im Moment einen Verbrauch von 145 kW. Ja, heftig. Und hier kannst du genau sehen, der Verbrauch wird nachher runtergehen. Bei einer, die haben jetzt bestimmt noch Strahler nochmal, eine Sonne nochmal an, ne? Deshalb geht der Verbrauch hoch. Wenn der dann runterfällt, dann geht das hier runter, der Verbrauch. Dein Netzbezug, den wir jetzt gerade kaufen, der fällt dann weg und dann speist du ein. Das heißt, dann verdienst du Geld. Wir haben unsere Lackabteilung, das heißt nach der Karosse Vorarbeit, Schleifen, Spachteln, alles erledigt, grundiert. Jetzt kommen wir in den Lack. Hier können wir erstmal bei uns, kannst du hier mal gucken, das sind alles unsere eigenen Farbraums, die wir selber gespritzt haben. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Klar gibt es von den Herstellern auch die Farbmuster, aber die werden meistens digital gedruckt. Bei 10 Farbtönen 8 passen, aber 2 passen dann nicht, weil es per Computer gedruckt wird. Daher machen wir dann immer so, dass wir die Fahrzeuge jedes einmessen mit unserem Messgerät und können unser Farbtonmuster dann so erstellen, wie wir es brauchen. Lackieren wir es auf und dann haben wir immer unsere eigenen lackierten Muster. Da haben wir eine Treffersicherheit von 99,9 statt von 90% oder 92%. Ne? Das Gerät zeige ich euch auch mal hier. Von 2 Mischbänken haben wir hier unsere Daisy Wheel. Das ist unsere Dame, die uns die Farben mischt. Zusätzlich kommt das Messgerät dazu, das Farbton-Messgerät. Das ist jetzt hier. Mit diesem kleinen Farbton-Messgerät, was ihr hier seht, hier so eine kleine Kamera, ist ganz kleines. Damit gehen wir zum Fahrzeug, messen den Farbton, der fotografiert ist, für den normalen. Dann lesen wir den hier in den Farbton ganz normal ein, auf dem Rechner, und der spuckt dann die beste Nuance raus. Kannst dazu dann den Auftrag hier an die Daisy Wheel geben. Diese Daisy Wheel mischt den Farbton bis zu 3 Stellen hinterm Komma haargenau. Wir als Menschen können nur eine Stelle nach dem Komma. Das Gerät macht 3 Stellen hinterm Komma genau. Und das weiß man. Richtig. Da ist nur einer, der die Farben bei uns hier nuanciert. Die Lackierer haben in der Kabine haben die komplett Ruhe. Die können sich wirklich nur aufs Spritzen konzentrieren. Dann haben wir hier, wenn du mal rüber guckst, 2 Kombikabinen. Rechts und links. Die Farben werden hinten gemischt in dem Farblager, wo wir jetzt gerade waren. Und dann geht es in das Tagesfarblager, wo die Lackierer sich bedienen. Der Nuanceur mischt die Farben, bringt die hier rein auf die jeweilige Seite. Wie ihr hier seht, packt er sie dann hin. Lackierer braucht sich nur den Auftrag greifen mit der Farbe, das ist sie. Fährt er rein, lackiert er und ist fertig. Also er braucht sich nicht auf die Farben konzentrieren. Sag ich mal, Kombikabine heißt, du hast hier vorne lackieren und dann trocknen gleich dahinter. Und dahinter haben wir 3 Trockner. Wir machen jetzt auch mal so, wir gehen jetzt mal durch die Kabine durch und gehen auf der anderen Seite den Finish dann wieder raus, wie das Fahrzeug oder das lackierende Bauteil lackiert werden müsste. Hier diese Läufer, das ist von uns selber. Das ist aber kein Problem, ist auch wieder abziehbar. Dafür haben wir einen Kollegen, der ist irgendwo weiter weg, in Hamburg ist er. Grüße ich auch nochmal dazu. Also macht euch keine Gedanken über die Läufer. Ne? So sieht unsere Kabine jetzt neu aus. Nachdem wir diese Fließtapeten alle entfernt haben. Ist hier jetzt schon dieses Papi drauf? Ja, das ist besagte Papi ist hier schon drauf. Ne? Sieht auch jetzt sauberer aus als wie beim letzten Mal. Ja, ich freue mich. Gigantisch. Der ist jetzt gerade frisch lackiert. Wenn wir sehen, der geht jetzt auch gerade durch Zufall in den Trockner rein. Wir haben hier jeweils hinter den Lackierkabinen haben wir große Trockner für Fahrzeuge. Und ich habe extra nochmal damals einen mittleren Trockner eingebaut. Hier zwischen die beiden großen Trockner, da gehen wir mal durch. Boah, da kommt aber eine Hitze raus, alter Schwede. Ja. Wie viel Grad hast du in so einem Trockner? Das kannst du selber einstellen. Du kannst 50, 60, 70, 80 Grad. Jetzt müssten wir hier gerade um die 70 Grad haben. Krass. Also es fehlt jetzt nur noch der Aufguss. Ne? So, und diese Kabine hier, das ist auch ein Trockner.
Diese habe ich nur für Ersatzteile genommen, damit man die großen Pocken nicht verkehrt in das Auto reinschiebt und du hast als nächstes 4, 5 Bauteile. Dann kannst du die hier reinschieben und dann kannst du ganz normal pocken. Ohne Stress, ohne Schau. Küssi. Ja, ich bin ein heißer Typ, aber hier ist wirklich sehr heiß. Ja. Fahrzeug lackiert, getrocknet, Finish. Nach dem Trocknen, Finish. Wir haben extra 2 Hebebühnen aufgebaut oder eingebaut, sage ich mal so. Weil du kennst das, ja. Lackierst du, polierst du alles gut, dann geht das Auto irgendwo zum Kunden oder sowas hin. Ja. Und der Kunde guckt dann von unten nach oben und sagt, da ist so ein Staub und da ist so ein Staub. Ja. Um dieses alles zu minimieren, haben wir extra 2 Hebebühnen eingebaut, damit die Mitarbeiter wirklich die Qualität auch zu 100% rausgeben können, wie wir hier haben. Ich weiß nicht, sieht man das Film mal nach oben? Also hast du denn irgendwann nochmal geplant, dass du mal für die Deutsche Bahn nochmal eine Lok machst? Oder? Ja, nee, wir mussten hier in diesem Segment, also in dieser Halle, mussten wir wirklich hier auf 8 Meter hochgehen, weil wir die ganzen Aggregate von den Kabinen haben wir alles nach oben gepackt. Mhm. Weil sonst hätten wir wirklich rechts und links diesen Platz auch noch hergeben müssen. Das soll jetzt nicht meckern auf hohem Niveau sein, aber wir haben keinen Platz dafür gehabt. Also ich mal so interessiert, so, die meisten wissen ja wahrscheinlich, dass ich noch bei der Berufsfeuerwehr bin. Ja. So ein Brandschutzkonzept für sowas ist ja wahrscheinlich auch sehr aufwendig, oder? So ein, das war wirklich viel Theater hier. Das durchzubekommen. Wir waren so an so einer Schmerzensgrenze, waren wir. Die Feuerwehr war auch da, deine Kollegen hier aus Hildesheim. War richtig Schmerzensgrenze. Die wollten uns hier wirklich so eine Brandmeldeanlage, wollten die uns wirklich hier rein drücken. Ja, ja. Da haben wir aber das letzte Stück von dem Gebäude, also das ist hier neu, und wir haben das letzte Stück haben wir stehen gelassen und da gab es wirklich, also 500 Meter haben gefehlt. So eine Mauer ist dazwischen und das haben wir dann so abgesegnet bekommen von der Feuerwehr, dass sie gesagt haben, okay, die Halle ist eine eigene und das ist auch separat, also keine Brandmeldeanlage. Das war für uns sehr gut. Ne? Weil kostet viel Tapete. Mhm. Richtig, Tapete kostet das. Ja, wo wir gerade bei Tapete sind. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt und das, was ihr gleich noch sehen werdet, wir reden hier von 8,5 Millionen Euro, damit du dann so einen Palast hier hast mit deiner eigenen Tankstelle. Also die Tankstelle fasziniert mich bis jetzt immer noch am meisten. Was für ein Typ. Vielleicht nochmal, René, ist ja auch heftig. Er sagt jetzt Hebebühnen, aber wir haben ja hier unter Flur Hebebühnen. Mhm. Das kennst du ja. Du hast ja auch deine kleine Scherenhebebühne jetzt gekauft. Ja, genau. Das ist ja eigentlich so der heilige Gral der Hebebühne. So eine Unterflurbühne hast du nur 2 so eine Hydraulikstempel, die, ich weiß nicht, 4 Meter nach unten gehen oder was, ne? Also schon. Also du musst immer nachdenken, halt aufbocken, wieder abbocken. Du hast alles Zeit und dass es geht. Ja, nachdem wir hier den Finish haben, wenn das alles erledigt ist, wenn die Lackierer die Fahrzeuge poliert haben oder Staub entfernt haben, Klappkanten und so weiter und so fort, kommt das Fahrzeug in unsere letzte Abteilung oder vorletzte Abteilung hier in die Karosse. Hier wird das Fahrzeug wieder zusammengebaut. Mhm. Das heißt, wir fahren vorne rein und kommen auf diese Seite wieder raus. Was sagst du so generell zu dem Zustand der Karosse? Zustand ist echt gut. Für das Baujahr und für den T5 sieht er gut aus. Es gibt deutlich, deutlich schlechtere Fahrzeuge in dem Zustand, als wie der jetzt hier steht. Daher sage ich mal so, ist das eine gute Substanz, das Fahrzeug aufzubauen. Ne? Mhm. Aber was ich hier so sehe, sind hier so, hier kriege ich die Tür zu, aber hinten und an den Seiten und hier geht so einiges nicht zu. Wo sind die Teile? Ja, Kerem, was soll ich hier sagen? Da sind wir noch ein bisschen am Schachern. Also ich sag mal, einen Kotflügel, einen habe ich mit, den anderen, den besorge ich noch. Und die Idee war dahinter, dass wir hatten ja vorab schon mal telefoniert, dass wir das so machen, dass du erstmal die Karosse vorbereitest und dann im zweiten Schub dann quasi die Anbauteile. Okay. Also komme ich nächste Woche nochmal vorbeigeschüttelt und dann bringe ich dir das lang. Gerne, jederzeit, kein Problem. Da haben wir ja auch den Punkt halt, das hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. Das sind halt auch die Farbe, die Teile sind alle irgendwie gebraucht und teilweise auch ein bisschen verbeult. Daher ist es halt auch bezahlbar für uns, dass wir das Projekt irgendwie auf die Beine stellen können. Hat halt den Nachteil, dass wir alle einmal durchfüllen müssen, aber das ist dann halt so, ne? Genau, und was ich nochmal zu dieser Low-Budget-Sache sagen wollte, dadurch, dass wir, guck mal, seht ihr das auf der Kamera? Guck mal, nur das sind 2 unterschiedliche Farbtöne. Stell dir vor, die Heckklappe ist in Rot und die Seitentür ist in Pink.
Das heißt, das Auto muss eh einmal geduscht werden, damit du überall den gleichen Farbton hast. Das ist so der eigentliche Hintergedanke. Natürlich versuchen wir das Projekt so low budget wie nur möglich, aber es muss ja trotzdem vernünftig aussehen. Es kann ja nicht sein, dass du dann, ich kann ja nicht so durch die Gegend fahren, damit ich dann sagen kann, das ist low budget. So, ne? Oder? Also hier da unten, da ist das auch noch. Auch noch mal ein bisschen Optik, ne? Ja. Also Kerems Daily sieht genauso aus. Motorraum haben wir für Kerem soweit vorbereitet. Hier oben, das hätte ich gesagt, dass wir das auf jeden Fall auch mit einnebeln werden. Das ist ja original auch nur Kerem, ich weiß nicht, ist das. Ist auch nur original KTL beschichtet. Genau. Sag ich mal so. Früher war, bei T4-Zeiten war noch Farbe drin, aber jetzt heutzutage wird da auch gespart. Nebeln wir soweit es geht überall mit rein, hier auch am Träger und hier am Radhaus, was du alles noch siehst, halt, dass wenn er die Haube aufmacht, wenn er mal nach dem Ölstand drücken muss oder nach Wasser, dass er nicht gleich wieder was Weißes sieht. Ja. Ja, das können wir so machen. Super, ja. Das ist schon mal eine Nummer. Ja genau, eine Schwachstelle ist natürlich auch bei T5 immer der Scheibenrahmen, ja. Das war bei T4 auch schon so. Hier geht das noch, ich habe schon mal geguckt, mal René, hier oben. Sieht man auch schon schön so einen Steinschlag. In der Regel ist es so, dass du hier einen Steinschlag hast und das Wasser dann irgendwann hier runterläuft. Ja. Ne? Aber sonst sieht das noch sauber ganz aus. Der sieht noch ganz cool aus. Ja, ja. Auch die anderen Stellen, sag ich mal so, die, genau. Was er die bekannten Stellen hier hat. Gut, hier hat er eine Beule gehabt, die hast du ja soweit es geht hier wieder gerade gemacht. Genau. Aber wie gesagt, auch hier diese bekannten Stellen, halt, wo die Türen immer reinschlagen. Hier sieht man das ja hier auf der Kamera, vielleicht denke ich mal hier, dass die Türen da immer gegenschlagen. Ne, da müssten wir dann nachher, dann, wenn er dann fertig ist und ausgetrocknet ist, dann wieder die sogenannten originalen Schutzfolien wieder drauf bringen und die Tür richtig einstellen, dass sie nicht da immer gegenhaut. Richtig. Ja, bei den Türen jetzt, habt ihr ja vorhin gemerkt, dass die andere ein bisschen klemmt. Das sind Türen schon vom Facelift, die habe ich mal irgendwo noch stehen gehabt. Daher sind die Türscharniere drin, die kannst du hier nochmal rangucken. Immer wenn ich die sehe, muss ich daran denken, als wir den roten, als meine Doka, als wir die lackiert haben, habe ich die selber hier bei meinem Lackierer durchgepettet. Ja. Da habe ich auch den Spitznamen gekriegt, Dr. Petten. einmal durchpetten und sind halt noch nicht eingestellt. Ne? Ja. Das ist halt auf die andere Karosse, deswegen hakt die Tür halt noch ein bisschen. Da müssen wir sowieso aber auch wir eh auseinander. Ja, ja. Diese Woche passiert nichts mehr. Mhm. Ich weiß nicht, Krischi, wann er das nächste Mal kommt. Ich denke mal nächste Woche oder so fliegst du bestimmt wieder ein. Ja. Bis dahin, also wir möchten halt, dass wir den Ende nächste Woche soweit grob erstmal sauber haben. Und die ganzen Rostgeschichten, dass die Karosse, die Basis ist, halt, dass er schon mal wegmacht und hier nochmal ein, zwei kleine Dellen, Beulen nochmal entfernt, die hier Krischi übersehen hat. Ja. Ne, dass wir den bis Ende nächste Woche so weit fertig haben, dass wir den dann die Woche drauf, am Montag, dann in den Lack geben können. Noch ein paar Teile mitgebracht. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Grill. Auch gebraucht besorgt von meinem Verwerter für bezahlbares. Wichtig ist, wenn ihr euch sowas kauft, dass ihr ein bisschen darauf achtet, dass die Nasen hier alle dran sind. Dann sieht man hier überall rundherum, weil die Stoßstange wird nachher von hinten so in die, der Grill wird nachher von hinten in die Stoßstange verklickt. Also hier so rein, genau, so reingeklickt. Ne? Und logischerweise, wenn die Klammern nicht mehr richtig da sind, hält das nicht mehr und da habt ihr nur Ärger mit. Ja. Das hier ist das, was ich meinte mit zum Beispiel Rot. Wenn wir da jetzt einfach nur ein Weiß drüber machen, dann ja. Genau. hier haben wir jetzt, das war einer mit hier diesem Abstandswarner. Da gibt es aber auch eine Blende zu bestellen, die ohne ist, also wo die durchgängig ist. Die besorgen wir dann noch. Mhm. Ja. Wer hat da schon mal drin gewohnt hier? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall ja. Aber müsst ihr mal gucken, wenn ihr das auch vorhabt, kriegt man auf jeden Fall im Netz auch günstig alles ein bisschen zusammengekauft. Manchmal ist es auch ein bisschen Trug, so ein kleiner Trugschluss, dass man denkt, wenn man jetzt für alle Teile alle extra kauft und sowas, man dann in Italien Sparfuchs macht, das ist in der Regel eigentlich nicht so. Meistens ist es wirklich so, wenn man beim Verwerter irgendwie ein Set kauft, dass man in der Summe tatsächlich billiger kommt. Hier kann man nochmal sehen, den Blinker, da hatte ich mit Kirin gerade nochmal drüber gesprochen, dass man halt, das sind so kleine Details, die einem nachher auffallen. Bei meiner roten Doka ist das Ding zum Beispiel noch Plastik, was okay. Mir tierisch auf den Sack geht. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn das Auto erstmal so halbwegs fährt und zusammen ist, dann, man sagt immer während des Projekts, ja, mache ich dann später. Aber in der Regel ist es dann so, dass es dann, ach komm, scheiß, Hauptsache das Ding fährt und macht Spaß und so weiter. Aber ja, haben wir gerade mit Kim schon mal durchgequatscht, dass man halt so an sowas auch gleich denkt, ne? Ja, genau. Das wäre jetzt doof, wir kommen jetzt im Nachgang an. Ich kenne das ja von meinem Lackierer auch, wenn ich dann alles ist lackiert, du kommst dann mit zwei Teilen an und dann sagt er, Mensch, Alter, er hat dann gleich eine ganze Lackierpistole für zwei kleine Blinker. Macht keinen Sinn, ist teuer. Demzufolge versuchen wir da Kerem so gut zuzuarbeiten, dass er da möglichst wenig Nacharbeit hat. Ne?